Wir wissen ja alle, dass ein Aufenthalt auf einem Bauernhof, besonders wo Kühe drauf vorkommen, sehr günstig ist. Und wir kennen aus vielen schönen deutschen Studien auch besonders, dass man dabei gegen Allergien und Asthma und andere atopische Erkrankungen geschützt werden kann. Wir haben uns also die Frage gestellt, wie bringt man das Ganze jetzt an alle Leute heran, die betroffen sein können von Allergien, und haben da in Wien eine Lutschtablette entwickelt. In dieser Lutschtablette sind nicht Bakterien oder Mikroben, die im Kuhstall vorkommen, das wollten wir nicht, sondern es ist ein Protein, das wir auch aus der Kuhmilch kennen und das im Stall in hohen Mengen vorkommt. Wir haben das natürlich nicht aus dem Stallstaub isoliert, sondern wir haben das Milchprotein herangezogen, haben das befüllt mit guten Dingen, Vitamin A, Eisen, aber auch Zink, und haben das in eine Tablette gepackt. Jetzt kann man sich fragen, ob eine Vitamintablette nicht das Gleiche machen würde. Die Antwort ist nein, denn das würde funktionieren wie eine Dusche. Wir stehen unter der Dusche und das meiste Wasser rinnt an uns vorbei. Wenn wir es aber in eine Tablette packen, dann ist es wie eine Scheibtruhe, ja, eine Schubkarre, wie man in Deutschland sagt, dass diese Inhalte an die Zelle heranbringt und in die Zelle hineinbringt und da drinnen ausleert. Und damit werden unsere Entzündungszellen auf Toleranz und gegen die Entzündung eingestellt. Wir nennen das Immunresilienz, also der Körper wird weniger empfindlich gegen Allergene. Was macht jetzt diese Immuntablette? Es ist also sehr wichtig, diese Immunzellen zu beliefern mit guten Dingen, Vitamin A, Zink und auch Eisen. Und das ist deswegen wichtig, weil viele Allergiker und besonders Allergikerinnen einen Eisenmangel haben, nämlich einen, was wir funktionellen Eisenmangel nennen, also einen marginalen Eisenmangel. Und der wird durch diese Tablette, durch diese Lutschtablette ausgeglichen. Wer kommt also jetzt in Frage für diese Lutschtablette? Das sind eigentlich Leute, die schon Allergien haben oder die familiär belastet sind, wo es in der Familie mehrere Allergien gibt und die gerne auch ihre Kinder schützen wollen. Anstelle sie auf den Bauernhof zu schicken und monatelang dort zu lassen, es hat nicht jeder eine Oma am Bauernhof, kann man also diese Lutschtablette verwenden. Sie wird ab dem 1. Jänner 2021 in Deutschland in allen Apotheken und auch in den Online-Apotheken erhältlich sein und wird zweimal am Tag eingenommen, am Morgen und am Abend. Die bisherigen Probanden haben es als sehr angenehm empfunden. Es gibt einen leichten Minzgeschmack und es werden Kuren von etwa 3 Monaten empfohlen, besonders schon vor Beginn des Pollenfluges, um hier die Eisenspiegel auszugleichen und die Immunabwehrlage günstiger zu stellen vor der Allergiesaison. Diese Lutschtablette ist aber auch geeignet für hausstabmilden Patienten. Auch hier wird eine 3-monatige Kur empfohlen, die dann die Patienten schützt. Und wenn Sie jetzt Eltern sind und gerne Ihre Kinder schützen wollen, ja, das Produkt kann auch bei Kindern angewendet werden, ab dem Alter von 3 Jahren. Wichtig ist, dass es bei keinem, der diese Tablette zu sich nimmt, eine bestehende Milchproteinallergie geben soll und geben darf. Ja? Denn Milchprotein ist ja in der Tablette enthalten. Daher haben wir eben auch auf der Verpackung vermerkt, dass eine bestehende echte Milchallergie nicht bestehen darf, bevor man die Lutschtablette nimmt. Und die Tablette muss auch nach der Entnahme sofort verzehrt werden, um also ganz, ganz frisch aus der Packung auf die Mundschleimhaut zu kommen. Also im Endeffekt sind wir sehr froh, dass wir in Wien hier etwas entwickeln konnten, das aus dem Labor auch am Patienten ankommt und quasi den Bauernhofschutzfaktor transportiert in Form einer Lutschtablette.